Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Landstation 15. Zum Glück habe ich gerade noch nicht oh, den Aufnahmeknopf gedrückt. Lass dich! Ah. Der Tod hatte mich gerade eine sehr vollkommene Rede gehalten auf dem Deutsch drauf, ja, die wir jetzt Schnauze. zum Glück nicht gehört haben. Ey, die war astrein! Wie wär's? Du überlässt das Reden lieber mir. So, wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Nicht beim nächsten Mal. Beim letzten Mal sind wir dabei stehen geblieben, dass mein LS schon wieder abgeschmiert ist, wie man vielleicht am Ende so gehört hat. So einfach so flupp und weg. Keine Ahnung, was da ist. Auf jeden Fall wollten wir danach weiter aufnehmen. Nur, wir haben gestartet. Aufnahme gestartet. Nach 30 Sekunden war LS schon wieder weg. Also keine Ahnung, was da los ist. Aber wir haben zum Glück Autospeichern an. Das heißt, ist nur ein kleiner Teil. Die letzte Minute oder so. Die letzten 2 Minuten sind What the fuck? nicht mehr vorhanden, also von der Folge. Das sind 3 Minuten, was hier fehlen. Locker. Na gut, dann halt 3 Minuten. Wieso fahre ich eigentlich gerade mit der Sonnenmaschine weg? Na gut, Fuck. egal. Ich fahre sie mal zum Hof. Ich stelle sie hier zu anderen. Weil ich hab hier in der Zeit habe ich 2 Bäume gefällt gehabt. Stimmt. Also es waren so. Achso, ich hatte die Sämaschine, die wir zu Feld 38 fahren sollen, ne? Genau. Ich glaube, da war sie auch eigentlich. Aber na gut. Ja, wir hatten die da schon angesetzt. Das Ah, da weiß ich wo noch. gerade. Ja. Und dann ist es abgeschmiert. Dann habe ich es neu gestartet. Dann habe ich es ja da wieder angesetzt. Dann ist es wieder abgeschmiert. Und es war halt noch nicht gespeichert. Ja, so war das. Schlimm. Ich weiß nicht wieso. Ich tippe auf mein Mainboard. Das kann ich immer. Ich brauche neues. Beziehungsweise, ich gebe das jetzige in Zahlung. Weil es. Ja. Das war ja schon mal im Arsch, das Mainboard. Das ist schon mein zweites. Auf Garantie. Warum hast du das gleiche nochmal genommen? Garantie. Da hatte Ey, ich. der Hänger haut ab! Ja, der Holz. Was da? Warte mal. Oh oh. Push N. Gott sei Dank. Merk dir, wenn du einen Hänger anhast, nicht sofort wegfahren. Einen Hänger nach dem Neustart anhängst, nie sofort wegfahren. Grund, der kippt sich nämlich noch. Du weißt, was ich meine. Der kippt sich nämlich noch. Ey, der rollt ernsthaft weg. Sehen wir denn mal. Also, da muss ich dir echt recht geben. Es Was? gibt ja Felder, die sind ganz schnieke, weil sie gerade am Arsch der Welt liegen. Und dann gibt es Felder, die liegen nicht ganz am Arsch der Welt, aber die sind einfach klein und die sind so meh. Mit denen verbindest du einfach schlechte Erinnerungen an eine Zeit, wo wir noch pleite waren. Und dazu gehört Feld 38. Zu der Zeit, wo wir noch pleite waren. Wo wir noch wenig Geld hatten. Wo wir noch mit 3 Metern gesät haben. Mit 3 Metern Oh. gegrubbert haben. Mit 3 Metern gedroschen haben. Ne, auch mit 4. Mit dem Sampo. So, ach genau. Der kann da auch mal gleich hinterher. Der Düngerstreuer, wir brauchen mal Feld 39. Feld 39. Ich bin gerade hier hart am Ackern mit dem. Oh, da ist ein Radar. Oh, ich sollte mal. Oh Gott sei Dank, knapp. Oh, war das arschknapp. Mit dem Hänger hinten. Ich habe einen vollen Hänger umgeschmissen. Holz.
Machst du ja. Holz? B. Turn and ja, das hier ist noch zu früh. Ich muss erstmal die Sämaschine ein bisschen losgelegt haben. Ich finde ja, die Höhlimänner machen ja schon ihren Job, ne? Die Kleinen! Es gibt bessere. Fick dich, nein. Muss ich einfach sagen. 8 Meter Schnittlänge bitte. Danke. Ach ja, 8 Meter gibt's noch. Es gibt nur 8 Meters. 18 Meter Schnittlänge. So, jetzt kommt hier mein Trick 999, dass ich den halbwegs gerade auf den Trailer drauf bekomme. Zwar drehen, dreh dich. Ich überlege gerade, was wir jetzt eigentlich noch Neues dazu kaufen können, weil abgesehen von Feldern. Ne? Ich meine, wir haben jetzt die letzten gut 30 Folgen Holz gemacht. Naja, nicht 30. Die letzten 20. Und so. Oh! Guck, und das meine ich, du kannst zwar vorne den Greifer eigentlich drehen, aber nicht, wenn ein Baum drin ist. Achso, das habe ich noch gar nicht probiert. Nee, das Problem ist, im Grunde genommen müsste ich direkt von der anderen Seite kommen. Jetzt schieb mal bitte den wieder hoch, sei mal so freundlich. Lass mal einziehen. Ich muss hier einmal durch das Wäldchen durchhobbeln. Hörbaum. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Achso, ich hab mal versucht, die Steuerung umzustellen. Vergebens. Ja, weil irgendwie der weiß ja nur die X-Achse. Ich weiß nicht, ob der die Richtung weiß. Auf jeden Fall weiß, ach, nimmt komm. Er die Richtung ja, immer noch komm, falsch dann. An. Rucke. So, den riesen Zahnstocher nehmen wir auch noch mit. Zieh mal den ein. Okay, warte, wo ist es? So, auf und her zu mir. Oh. Ach. Er lädt meinen Riesen. Wie machst du das eigentlich auf den drauf? Der ist doch relativ voll. Nicht voll. Auf den hier. Ja, noch nicht voll genug. So, push the track. Na, no, okay, er ist voll. Nee, das war gut. Sehr gut. Da gibt's noch einen Stamm für dich. Ach. Ich hab doch gesagt, er ist voll. Das wäre ein riesen Zahnstock. Hätten wir da jetzt noch einen externen Kran, dann könnte ich noch den kleinen draufladen. Welchen kleinen? Der, wo daneben runtergefallen ist. Ist dann noch einer runtergefallen? Ja, den, wo du gerade aufhast. So. Wozu braucht man dazu einen Kran? Ich hab doch einen Steier. Multi. Ach komm. Einen tollen Steier. Der andere Zahnstocher. Ach so, am Ponsenkran oder was? Nein, halt einfach, ey. So halt so ein Ladekran. Ein gescheiten. Vielleicht irgendwie. Ladekran. Hätte ich den einigen Stamm irgendwie mit dem Kran aufladen können, hätte ich den noch auf den anderen Hänger gebracht. Mhm. Okay. Du kapisch? Boah, mir fällt echt nichts ein. Wir könnten unsere Maschinen vergrößern, aber da kenne ich jemanden, der ist dagegen. Ja. Auf der anderen Seite ist noch ein Zahnstocher. So. So, Anhänger.
Ja, Anhänger. Turning, turning, turning. Kein Zahnstocher entkommt mehr. Du meinst, oh, der da so schief dranhängt, okay. Ja, der, den habe ich halt noch ein bisschen. Also ich bin ja für New Holland T9. Case Quadrac. Fetteste Sämaschine. Fettester Grubber. Fettester Pflug, dann könnt ihr nämlich auch mal Pflügen ausprobieren, das ist nicht. Haben wir schon. Ein 3 Meterchen Pflug oder so. Das ist doch was. Es gibt wieder Pflüge. Auch wenn sie immer noch keinen Sinn haben. Es gibt wieder Pflüge. Das müssen wir nicht feiern, aber. Du, zieh mal bitte den vollen Hänger weg. Scheiße, ich hab's so gesehen. Ist halt, wenn man in der Kabine ist und ein bisschen zu weit gefahren ist. Nein, ich bin gar nicht zu weit gefahren. Hey! Der macht das automatisch. Was? Ich nehme eigentlich nur den. Ich komme da gar nicht hin, da ist irgendwie so eine unsichtbare Wand vom Anhänger. Du musst. Weißt du was, du Dreckszahnstocher? Komm her. Jetzt war es aber zu weit. So. Jetzt ja, zu. Richtig. Butz. Genau. Genau auf die andere Seite. Nee, jetzt komm da raus. Ha, ich dachte gerade. So, raus mit dir. Und. Hey, 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 hey. Hör auf. Hier geblieben. Noch ein bisschen. Knauf. Ich stehe schon wieder auf der falschen Seite vom Trailer. Zum Kotzen, Alter. Ich muss noch mal eine Ehrenrunde drehen. Na gut, dann habe ich ja noch Zeit, meinen Zahnstocher aufzugabeln. Aufzugammeln, aufzugabeln. Kann ich den eigentlich über den... Grabbeln, komm her. Ne. Ich muss es tatsächlich so rum machen. Rotierenden yes. Baum! Oh, runter mit dir. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass es anders schneller geht. Wesentlich schneller. Ach komm. Vor allem, wenn ich es mache. Weil wenn ich es mache, geht auch deine Methode irgendwann mal schneller. So, da liegt der Zahnstocher. Du hast ihn hier oben übrigens sehr schön positioniert. Was? Den LKW. Warum? Der steht da so wie auf dem Podest. Vielleicht ein LKW? Unser LKW. Ja, ja, ja. Nein! Miau, wenn ich auf... Wir haben ein Problemchen. Und zwar... Wir haben ja viel ausprobiert in Sachen Holzgedöns. Ja. Zum Beispiel ein Radlader. Zum Beispiel ein Volvo. Zum Beispiel ein Teleskoplader. Okay, Teleskoplader ist auch relativ praktisch. Weil ich lieber mit dem Steyr arbeite. Weil dieser Greifer hier, diese Gabel vom Teleskoplader, das Ding halt in der Mitte. Ne? Der ist ein bisschen zu kurz. Der ist zu kurz. Du kannst da nicht mit schön aufgabeln. Weil da können dünnere Dinger unten schön durchflutschen. Beziehungsweise du kriegst... Also die eigentlichen Zinken dieser Gabel sind länger als dieser Bogen oben drüber. Und das ist unpraktisch. Ich schon wieder auf der falschen Seite von dem Scheiß. Wenn es nicht so gut schließt. Oh, okay. Der Mähdrescher ist fertig. Feld 38. Das ist sehr gut.
Dann können wir hier jetzt düngen. Wobei ich den noch kenne. Alter! Der hatte mal so gesagt, Dünge streuen oder spritzen. Das ist unnötig, das bringt eh nichts. Fick dich. Das nachträglich zu machen, das bringt noch weniger. Fick dich doppelt und dreifach. Ja, und es gibt nämlich den doppelt und dreifachen Ertrag. Ist das nicht schön? Ja, es ist schön. Baum. Stand im Weg.